Guten Morgen. Wir sind quasi wieder auf dem Sprung. Na, ich hatte nicht geklingelt. Denn wir werden gleich zum Einkauf abgeholt. Hey. Wir haben da richtig Lust drauf. Ne, ich habe richtig Lust zum Einkaufen. Nein. Was hast du denn in Unterhose an, oder was? Ich hab doch gar nicht mehr angezogen heute. Oh Mann, ey. Das schweift schon wieder hier. Ja. Gut. Aber wir warten, bis jetzt mein Handy klingelt. Dann muss ich da fertig machen. Und dann geht's los. Heute mit Großeinkauf, also. Das klingelt schon. Ja. Gut, ich sag Daniel Bescheid, dass ich beeilen soll. Bis gleich. Wir sind gleich da. Warum geht das Pokémon an? Ich hab da gar nicht drauf gedrückt. Aber es gibt neue Pokis. Seit gestern. Ich festgestellt. Ja, und es ist immer noch Silvester bei denen. Man sieht gar nichts. Hallo? Egal. Gut, fertig machen, losgehen. Getränke haben wir schon mal. Ja, nicht heute? Das ist aber weiß ich nicht. Wenig. Na, du hast ja gebraucht nicht so viel. Nee. Siehst du? Muss ich immer so viel hochschleppen. Siehst du? Ja. Wenn es nämlich ja weniger ist, auch verkehrt, ja? Ja, richtig, weil du machst ja eh mal die ganze Woche rum. Nee. Du ein Blitz. Ja. Jetzt sind wir erstmal ein Getränkreal durch. Das gibt so richtige Real. Damit der Wagen nicht so leer aussehen wie jetzt. Das ist voll klein, ja. Und wer bezahlt heute? Na du. Wird doch mal wieder Zeit. Was für denn da? Filmen. Mhm. So. Ich habe gerade einen Brotaufstrich probiert, der, mein Becher, der echt lecker war, aber der Preis war nicht mehr so lecker. Oh, ja, ja, lassen wir mal lieber. Ja. Daniel im Wahn, weil er ein Auto gesehen hat. Ja, mein neues Auto. Klar. Mein Style, deine und Farbe. Ich habe da lustige Sachen ich im... Nimm doch mal den Auto. Ich nehme ja schon den Wagen. Ach, meine Güte. Was ist denn hier los? Daran, aber das, also, ja, gut, ohne Worte. Stimmt? Mann, oh Mann, oh Mann, hier ist was los wieder. Na, wohin, du Mierchen? Hm? Es ist echt unglaublich, wie schnell man, Moment, ich muss hier kurz klicken, wie schnell man mit diesem iMac die Sachen rüberkopieren kann. Ich war ja nur kurz, also ich habe angefangen zu kopieren und hab dann mir was zu trinken geholt in der Küche und komm zurück und ist fertig. 17 Dateien, plumps rüber. Dann werde ich es jetzt bearbeiten und hochladen und dann gibt es heute den ersten Vlog. Ich hoffe, ihr freut euch. Ja. Zeitlich ist es jetzt also kein Problem mehr alles. Das ist schon mal schön. Weil das war ja so mein größtes Problem, dass ich es zeitlich nicht mehr geschafft habe, weil es ewig gedauert hatte und dann irgendwie, wie gesagt, auch keine Lust mehr hatte, weil das Gleiche war. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich auch geben, also von daher passt das schon. Im Moment habe ich aber Lust drauf. Und ich würde euch was zeigen. Was ist das für ein Krümel? Na, auch vergessen! Ein bisschen Naschen zwischendurch. So. Daniel hat mir Bücher ausgesucht. Ich wollte ja nicht mal hingehen heute zu dem Grabbeltisch. Er hat mich dann hingezerrt, wirklich. Kein Witz. Die Enklave von, ich hab, den kann den Namen nicht aussprechen, also N krieg ich noch hin, aber den Nachnamen, keine Ahnung. Aguirre? Könnte sein, ne? Aguirre? Ja, ich glaube, ich habe von diesen Büchern schon Gutes gehört. Ich muss mal eben gucken. Kann man ja mal schnell nachschauen. Mein Büchertreff. Immer noch das beste Forum, das ich kenne. So, N... Aguirre. Das war sogar richtig. Wahnsinn. Ja. Doch. 4, der erste Band. 4,3, der zweite Band. Hier gibt es noch welche Zwischendinger. Muss ich mal gucken.
Also so eine Vorgeschichte. Oh. 1,11 Euro. Ist ja süß. Das sind aber leider nur auf Englisch. Nur auf Englisch. Aber es hat nur 18 Seiten. Also von daher. Bisschen mal gucken. Vielleicht sieht das erstmal nach dem Dingens. Aber das würde ich mir dann auch wahrscheinlich zulegen. Das ist auch ein E-Book. Da gibt es dazwischen noch ein Bändchen. Auch dann 76 Seiten. Also das ist ja dann. Gut. Ja. Ist das auch wieder sowas? Nee, das ist was Richtiges. Nur das Band 3. Das gibt es irgendwie nur auf Englisch. Mal sehen, ob es dann auch nochmal auf Deutsch gibt. Denn überhaupt dann nur die beiden sind. Das ist schon ein bisschen. Ein bisschen merkwürdig dann schon wieder. Egal. Gut. Also Band 1. Und da gab es tatsächlich auch noch Band 2. Habt ihr die schon mal gelesen? Warum ist denn das so krümelig? Das habt ihr extra in so eine Tüte gepackt. Verstehe ich nicht. Was? Was heißt das denn jetzt? Ich will nichts kaufen. Hilfe. Gut. Dann werde ich jetzt das Video bearbeiten und hochladen. Juhu! Wir haben da ein Päckchen. Ja. Möchtest du auspacken? Nein. Du möchtest bestimmt auspacken. Nein, wer weiß, was das ist. Ich pack doch nicht von fremden Leute die Sachen steht aus. Steht doch aber der Name drauf. Gib her. Oh, gib her, sagt er da auch noch. Ja. Ist das so schwer. So. Und wo ist das denn von wem? Das weiß ich doch nicht, was du da bestellt hast. Also ich weiß schon, was drin ist, aber... Du weißt schon, was drin ist, ja? Jetzt hoffe ich doch mal, dass das ist, was es ist. Ein blauer Karton. Juhu! Das gibt halt schon mal Betty, ne? Jo. Das hat geklappert, also ist nicht nur Luft drin. Eine Brille. Ja, keine Samsung Gear VR. Ja. Und jetzt kommt das Beste. Passend dazu. Dum-dum-dum-dum. Das geht nicht, das spiegelt. Das ein ist, kleiner das ist, Eierkopf. Das ist ein bisschen blöd. Besser? Nee, das spiegelt immer noch. Eine 360-Grad-Kamera. Ruhe da draußen. Kann man nicht wahr sein. Oh, hast du kaputt gemacht. Na toll. Muss man wieder zurückschicken. ja, geht so nicht. Brauche ich Schere. Oh, was och, das kriegt das sich wieder. Ja. Guck mal, hinter dir ist eine. Hinter mir ist eine, stimmt. Hier ist eine Schere. Ha, eine Schere. Nimm doch mal. Ja. Gib ja. Gib schon. Möchtest du auch gucken? Nimm mal Karton. Kätzchen. Jetzt? Oh. Da ist er. Da ist er. Er vor allem. Ja, das ist ein R. Ja, ist ein R. Oder sieht das aus wie sie? Ja, ja. Kaputt dann macht schon wieder. Ist er verrückt. Oh, Mia. Komm mal her. Guck. So. Guck mal, ist genauso schwarz-weiß wie das Kätzchen. Genau, no, so schwarz-weiß ist wie das Kätzchen. Das ist aber ganz schön winzig, oder? Der Winzling. Ja, recht doch. Man muss ja nicht immer so großes Zeug mitschleppen. Ach, guck an, sagt er richtig. Überleg mal, was noch demnächst kommt. Das will ich gar nicht sagen. So ab April. Ab April. Ah, du stehst auf meinem Fußmierchen. Weil vorher ist das ja leider nur so lieferbar. Na ja, gut. Es sei denn, man gewinnt vorher etwas, ne? Gewinnt vorher etwas. Hm, wer hat da bei einem Gewinnspiel mitgemacht? Da braucht man sich das teurer nicht noch. Kaufen, mal gucken. Ne? Heute soll ja irgendwie, aber mal gucken. Ja. So, dann wollen wir die mal ausprobieren, ne? Würde ich denken. Richtig? Weißt du? Ja! Oh, die muss erstmal warm werden, die ist zu kalt. Ja, es muss ja nicht sofort sein, aber ne? Das muss wahrscheinlich auch aufgeladen werden oder sowas vielleicht. Ja, das können wir schon mal machen. Siehste. So, los geht's. Ich habe beschlossen, ich möchte das jetzt probieren. Und war erstmal überrascht, dass die Dinger so groß sind. Wow. Okay. Aber nett verpackt auf jeden Fall. So, dann probier ich mal, ne? Sehr lecker. Mama, vielen lieben Dank. Jetzt kommen die Keksstückchen. Oh. Und das hier echt einteilen. Jetzt ist es weg.
Mach mal das Video aus. Ah. Daniel probiert die Brille aus. Scheiße. Vorsicht, Kater unter deinen Füßen. Da liegen nur Kissen. Nur Kissen? Bücher. Was, ja. Bücher? Ja. Willst du auch mal? Ja. Ein Barhocker. Ein Barhocker? Ja. So, dann tauschen wir mal. Tauschen wir mal. Tauschen wir mal. Da ist ein X im Bild. Sitzt du richtig? Ja. Ja, die Kissen meine ich, ja. Und oben kannst du noch ein bisschen schärfer stellen, ne, wenn es unscharf ist. Ja, kannst du auch hingehen, also. Ja, geh ruhig. Ja, brauchst einen leeren Raum, wa? Kann man laufen? Willst du mir an der Brust fassen? Jetzt hör mal auf. Da kann man überhaupt nicht hinlaufen. Da kann man nicht hinlaufen. Geh mal noch ein Stück. Mach mal, geh mal ruhig. Noch ein Stück, noch ein Stück. Weiter, geradeaus. Da ist nix. Hast du Angst? Nein. Folge der Stimme. Geht aber auch weiter. Also hier oben, guck mal, hier oben, da kannst du scharf stellen, wenn du nicht scharf genug ist. Ist gut. Jetzt ist es unscharf. Ja, dann dreht er wieder scharf. So, und was hast du gesagt? Geht weiter? Was ja, geht weiter? Du fixier den Kopf mal. Was ist für ein Kopf? Na, dein Kopf. Da, wo das X ist. Hier mal dahin. Genau da, wo das X ist. Dreh dich mal um, ja? Und mit der rechten Hand tipp mal auf eine Seite an. Dann ist das. Und weiter geht's. Hallo? Geht nicht weiter? Steht der Name. Dann geht nicht weiter. Steht mir empfohlen. Willkommen bei Bibliothek. Haben wir da was? Huch. Was machst du denn? Oh. Mir? Da ist nichts. Da ist nichts. Warte mal. Oh, gib mal hier. Aber mir wird nicht schwindelig davon. Ja, mir auch nicht. So, hier geht's weiter. Scharfstellen, so. So, gar nicht, du hast doch rumgespielt. Samsung, Internet, Galerie, Video, Oculus, was haben wir denn da drüben? Anfragengruppe, nein. Face your fears. Samsung Reality, ja, komm. Hier ist Living Touchscreen an der Seite. Aha. Es ist dunkel. Was macht denn dieser Kerl? Oh! Es ist hell. Jetzt ist hell? Es ist hell. Was passiert jetzt? Jetzt kriegst du einen Kater ans Bein. Ja, ich stimme zu. Ja. Oh, komm mir so albern vor, hier im Raum zu stehen mit dem Ding auf dem Kopf. So, was haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Robot, okay. Features, Trending, Harry Potter, Hogwarts in 360 Grad. Ja, das nehmen wir mal. Oh, ich will auch. Nein, das bin ich ja. Ich kann malen. Was, du kannst malen? Oh, silver.tv. Harry Potter. Was machst du denn da, Knuddelchen? Von einem zum anderen rennen? Halleluja. Das ist aber ein bisschen pixelig. Sieht ja aus. Das Ton. Ja. Oh, hopp, was? Hallo, was Sterne. Das sieht ja aus wie Lego oder so. Oh Gott, ne, nicht so. Vorsicht, der Kater ist neben dir. Das ist nicht gut, bitte. Ich will wieder nach oben gucken. Ich gucke nach oben, nach unten, gucke nach unten. Das geht scheiße tief nach unten. Echt? So, jetzt geht's weiter. So, wie sieht's denn hier drüben aus? Nein, da kommt man nicht rüber. Last. Nein. Ich höre Stimmen. Quatsch. Hallo, Freund. Hogwarts, so groß ist das? Ich komme mir aber sehr klein vor. Oh Gott. Hallo Hogwarts, mein. Zeig doch mal jetzt her. Ich kann das alles. Das sieht also die. Das Glück, wenn man nichts hört. Die sagen was, aber ich höre nichts. Ich glaube, die sprechen Englisch. Geht der jetzt hin? Was macht der jetzt? Hm? Hm? Schwarz.
dahin. Da ist er wieder. Nee, kein Skalp, nein! Ein Papa, au! Nein! Au! Der Auge ist nicht. Ich warte. Klappen die einfach mal so auf! Das Polster bei meinem Bauch. Was ist das? Bäh, was ist das denn? Deine inneren Werte? Komm das wieder rein, das kommt bestimmt zu mir. Nein, nicht die Schlange rausnehmen. Nicht die Schlange rausnehmen. Ich film nicht. Deine erste Erfahrung mit der 360-Grad-Brille, ja? Wer ist sie denn jetzt? Ja, genau, was ist passiert? Frag ich mich ja auch die ganze Zeit. Hör auf sie. Hallo. Nächstes Video? Hallo? Schau mal einer an. Wer hat denn da die Hängematte für sich entdeckt? Hat es ja doch was gebracht, dass wir die da angehangen haben. Wir haben vor einiger Zeit angefangen, unsere Socken auszusortieren und machen und tun. Diese Tasche hier unten war voll mit Einzelsocken. Dann haben wir halt angefangen zu sortieren, zu machen und zu tun und zu gucken, was weg kann. Dieses Beutelchen hier ist der Müll. Und Einzelsocken sind jetzt nur noch die, wo wir wahrscheinlich auch noch einige wegfliegen können. Puh, ist mein Sitzen. Aber ich weiß, dass einige von diesen Socken, die drin sind, habe ich auf jeden Fall auch einen zweiten. Weil ich vor kurzem was anhatte. Deswegen verstehe ich auch nicht, wo die sind. Wahrscheinlich noch in dem Wäschekorb. Weil manchmal zieht man ja nur eins raus und dann, ne? Jo. Oh, eine Tasche. Ja. Läuft mein Bein rum. Naja, gut. Viel Spaß macht. Klar. Genau. Nächste auch noch mit rein, Mierchen. Was soll man dazu sagen? Am besten nichts. Manchmal ist sowas besser. Ach so. Und jetzt gibt es erstmal, wir haben ja kurz nach 10. Und deswegen gibt es natürlich erstmal Kaffee. Und zwar in der Tasse. Schaut mal, was da drauf steht. Man sieht gar nichts. Verdammt. Wartet mal. Das müssen wir anders machen. Es geht ruhig. So. Ist das nicht toll? Das und ein T-Shirt mit dem gleichen Spruch in rosa habe ich gestern nachträglich zum Valentinstag bekommen. Voll schön. So. Trinke ich jetzt. Ich meine, dass ich müde werde oder so. Also gar nicht. Ah ja, Kaffee geht trotzdem. Jupalas! Gibt doch keinen Kaffee. Schmeckt nach total verbrannter Bohne. Ekelhaft.
Aber dafür habe ich koreanische Sticker. Hat mir unsere Nachbarin aus Korea mitgebracht. Und dieser Bogen hier, da finde ich es witzig, dass da silberne Regentropfen bei sind. Das spiegelt ein bisschen. Ich versuche es irgendwie so zu halten, dass es nicht spiegelt. Und die anderen beiden wären gut, wenn ich ganz viel verreisen würde. Nämlich das hier. Das sind noch so, ja, Länderdingens. In Holland geht das, da würde ich sowieso gerne mal hinwollen. Hm, was haben wir noch? Australien, Japan, Chile, Italien, Brasilien, England, Frankreich, bla bla bla. Oh, Fotoapparat gibt's auch. Es gibt halt auch Sachen dabei, die man halt immer benutzen kann, wie Fotoapparat zum Beispiel. Und diese Landkartendinger, also so diese Markierungspunkte da. Auch schon schön. Sternchen, ja, brauche ich Sternchen, weiß ich nicht. Oh, Macaroons. Ja. Und dann nochmal das ebenfalls so ein Reisedingsbums. Jo. Da kann man ja auch die ganzen, also man kann es ja auch themenweise machen, ist ja auch wusst. Mm, ja, ich bin voll süß. Hab ich mich sehr gefreut. Jo. Und wir haben 3 neue Sherlock-Folgen. Einen habe ich gestern dann gekauft, habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht. Und 2 gab es heute. Bei Rossmann. Bald haben wir sie alle voll. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt haben. Müsste ich mal nachziehen. Ja, gut. Was mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Mal gucken. Psst, es gibt doch noch Kaffee. Andere Sorte. Schmeckt besser. Trotz Kaffee schwächelt Daniel ein bisschen und wir gingen schlafen. Mir krabbeln die Ohren. Besser ist es. Dann bis morgen. Gute Nacht.